Geschätzte Konzertbesucher, ich darf Sie sehr herzlich zum Pfingstkonzert des Musikvereines Sandl begrüßen. Es freut mich, dass Sie da sind und Interesse an unserer Musik zeigen. Besonders freut es mich, dass unser Vizebürgermeister Ingenieur Gerd Neundörfel unter uns ist. Grüß dich. Als Hausherrn begrüße ich sehr herzlich unseren heutigen Sprecher, den Direktor der neuen Mittelschule Sandl, Herrn Wilfried Bichler. Danke, dass du auch heuer wieder bewährterweise durch das Programm führen wirst. Dass wir Musiker eine große Gemeinschaft sind, zeigt, dass auch Musiker und Musikerinnen aus Nachbargemeinden da sind. Ich begrüße euch sehr herzlich. Da sie ja nicht da sind, um mir zuzuhören, komme ich auch schon zum Schluss. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist und wünsche Ihnen viel Freude mit unserer Musik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugendliche, liebe Kinder, auch ich möchte euch sehr herzlich zum heurigen Pfingstkonzert willkommen heißen und habe wieder die ehrenvolle Aufgabe, Sie durch das Programm zu begleiten, ein paar Dinge zu den Stücken, zu den Komponisten anzumerken, ein bisschen was zu Ehrungen zu erzählen und vielleicht die ein oder andere kleine Anekdote oder lustige Geschichte vorzutragen. Den Anfang gemacht hat die Musikkapelle mit dem Stück Musica Eroica von Thomas Doss. Dieses Stück, könnte man sagen, ist so etwas wie ein Hymnus auf Südtirol. Südtirol, eine Region, in der die Geschichte, die Zeit der Ritter und Helden einem auf Schritt und Tritt begegnet. Ich erwähne nur die vielen Burganlagen und Ruinen, die man sehen kann, egal ob man weiter runterfährt, ob man im Pustertal bleibt. Und Thomas Doss versucht mit diesem Stück diese fröhliche Stimmung herüberzubringen, die man empfinden kann durch die Schönheit dieses Landes, durch die Gastfreundschaft, besonders auch der Stadt Bruneck, in der man sich, wie es in der Stückbeschreibung heißt, wie zu Hause fühlen kann. Apropos, wie zu Hause fühlen. Wenn da vor Ihnen so viele Musikerinnen und Musiker sitzen, dann denke ich mir, ist das ein eindeutiger Beweis dafür, das muss ein Verein sein, in dem man sich wohlfühlen, in dem man sich wie zu Hause fühlen kann. Und das zeigt auch die Tatsache, dass laufend neue Musikerinnen oder Musiker ausgebildet werden und zur Kapelle stoßen. Ich möchte Ihnen heute zwei Musikerinnen vorstellen, die eine Premiere erleben, die ihr erstes Pfingstkonzert, ihren ersten Auftritt bei einem Pfingstkonzert haben. Und zwar sind das an der Querflöte Daniela Hildner. Und ebenfalls zum ersten Mal beim Pfingstkonzert mit dabei am Horn Verena Kratzl. In Brisbane gibt es eine altehrwürdige, monumentale, sehr feudale Villa, die genau diesen Namen, Ross Roy, trägt. Und in genau dieser Villa wurde im Jahr 1945 das St. Peter Lutheran College gegründet. Und diese Schule hat ein Schulorchester. Und im Auftrag dieses Schulorchesters hat Jakob de Haan ein Konzertwerk komponiert, das eben den Titel dieser Villa Ross Roy trägt. Es ist ein Werk, das voll ist, voll gespickt mit musikalischen Bildern, mit Metaphern,
das versucht, die teilweise sehr strenge Disziplin dieser Schule wiederzugeben. Im Thema soll zum Ausdruck kommen, das Durchlaufen des Schulalltages der einzelnen Klassen bis zum Ende der Schulzeit. Und da darf auch eine scherzhafte Version des Hauptthemas nicht fehlen, denn Schule ohne Späße und ohne Lachen, das wäre martialisch, das wäre unmenschlich, das gibt es nicht. Das Stück ist eine Ouvertüre für Blasorchester. Und auch das könnte man als Metapher, als Bild hernehmen, die Schule oder die Schulzeit als Ouvertüre zum Rest des übrigen Lebens. Hören wir jetzt, dargebracht von unserem Musikverein, das Werk Rostreu. Bitteschön. Thank you.
Bringen uns oft die Kinder. So manche Aussprüche aus Kindermund verbreiten viel Heiterkeit bei uns. Da habe ich ein kleines Geschichtel gefunden, das möchte ich jetzt kurz vorlesen. Der Vater sitzt mit Fridolin heut wieder in der Kirche drin. Im Burm, denk, freut das gar nicht recht. Mir scheint, sein Sitzfleisch ist hübsch schlecht. Urwitz, Olive umeinander. Der Vater nimmt ihn bei der Hand und wischt mit ihm ins Earl ein. Ich seh gleich aus, musst ruhig sein. Ganz vorn hängt das Rodi, ewig Licht. Und wie der Bub das Lichtl sieht, sagt er seinem Vater in der Korn: Du, geh, wenn's grün wird, gehen wir heim. Im musikalischen Programm geht es weiter mit dem Chardas von Monti. Der italienische Violinvirtuose und Komponist Vittorio Monti hat diesen Chardas im Jahr 1904 komponiert. Von all seinen übrigen Kompositionen, wäre er nicht wirklich berühmt geworden. Man kann fast sagen, wenn man den Chardas von Monti kennt, dann kennt man sein Hauptwerk und dann kennt man sein Schaffen. Er hat diesen Chardas ursprünglich für Mandolinen geschrieben, also Mandoline oder Violine als Solo-Instrument, Klavier- oder Orchesterbegleitung hat er vorgesehen gehabt. Heute wird es fast ausschließlich auf der Violine gespielt. Manches Mal aber auch auf anderen Instrumenten, zum Beispiel solistisch am Klavier, mit der Tuba oder manches Mal auch auf Glasflaschen. Wir hören es heute mit der Violine. Ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Solistin vorstellen. Die Verena Gruber wird den Chardas heute für Sie spielen. Die Verena nimmt seit dem Jahr 2000 Violinunterricht an der Landesmusikschule in Freistadt bei Hermann Haider. Hat 2003 und dann 2008 die erste und zweite Übertrittsprüfung abgelegt. Sie wirkt mit bei der Jungen Philharmonie in Freistadt. Sie hat außerdem von 2000 bis 2007 Klarinettenunterricht in Freistadt an der Landesmusikschule genommen und auch die erste und zweite Übertrittsprüfung abgelegt. Sie arbeitet als Volksschullehrerin und ich kann es von gestern sagen oder von der Probe am Freitag, wir werden jetzt in hervorragender Weise dargeboten bekommen, den Chardas mit Orchesterbegleitung mit unserer Solistin Verena Gruber. Bitte.
Es ist eine der schönsten Aufgaben eines Obmanns, Danke sagen zu können. Eine besondere Form des Dankes sind Ehrungen und Auszeichnungen. Es freut mich, dass wir nun einige unserer Mitglieder ehren und auszeichnen können. Ich ersuche den Bezirksobmann des Österreichischen Blasmusikverbandes, Herrn Gerhard Ortner, die Ehrungen vorzunehmen. Liebe Musikerinnen und Musiker, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zum Filmskonzert und ich freue mich, dass ich wieder einmal zu euch fahren durfte. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, Ehrungen an verdiente Musikerinnen und Musiker durchzuführen und ich möchte aber vorher bitte noch einige allgemeine Worte verlieren. Ich darf heute die Gelegenheit wahrnehmen und mich bei Musikverein Sander für die zahlreichen Teilnahmen bei den Bezirksmusikfesten und Bezirksveranstaltungen zu bedanken. Ich denke da in erster Linie an die Teilnahmen bei den Marsch- und Konzertwertungen. Der Musikverein Sander gehört ja schon viele Jahre zu den Stammgästen, was mich ganz besonders freut. Dazu ist zu erwähnen, dass sie auch immer wieder hervorragende Leistungen dabei abruft. Erst am vergangenen Wochenende beim Bezirksmusikfest in Schönau gab es bei der Marschwertung wieder einen ausgezeichneten Erfolg, sowie in den Vorjahren hat der Musikverein Sander auch bei der letzten Konzertwertung wiederum eine ausgezeichnete Leistung in der Oberstufe erspielt. Dazu bedanke ich mich ganz herzlich und gratuliere euch ganz herzlich. Was ich jetzt sage, habe ich auch in einer ähnlichen Form bei der Generalversammlung im Februar hier in Sandl gesagt. Der Musikverein Sandl hat nicht nur hier in Sandl, sondern im ganzen Bezirk und auch über die Bezirksgrenzen hinaus seit Jahren einen bemerkenswerten hohen Stellenwert. Und sie genießen aufgrund der tollen musikalischen Leistungen höchste Anerkennung. Es ist mir ein Bedürfnis, dies in diesem Rahmen auszusprechen. Heuer hat es auch einen Wechsel innerhalb der Vereinsspitze in Sandl gegeben. Der langjährige Obmann Robert Gaser hat sein Amt an seinen Nachfolger Alois Quass übergeben. Robert, ich danke dir nochmals sehr herzlich für deine geleistete Arbeit und dir, lieber Alois, wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Wenn man als Bezirksfunktionär spürt, wie harmonisch die Zusammenarbeit in einem Musikverein läuft. Und es ist erfreulich, wenn sich die harmonische Zusammenarbeit unter Menschen in Harmonien und schönen Klängen im Klangkörper widerspiegelt. Und das hört und spürt man hier in Sandl ganz besonders. Ich möchte aber die Zeit jetzt nicht mehr länger strapazieren und darf nun zu den Ehrungen kommen. Dazu bitte ich den Herrn Bürgermeister und den Obmann, mich zu unterstützen. Als Erste darf ich aufrufen, und zwar die Carina Reindl. Carina Reindl war 3 Jahre als Schriftführerin im Vereinsvorstand tätig in den Jahren 2011 bis 2014 und dafür möchte sich der Verein ganz herzlich bei dir bedanken. Weiters darf ich zu mir bitten den Johannes Hartl, ebenfalls Dank und Anerkennung für seine Arbeit im Vereinsvorstand als Archivar-Stellvertreter. Er war in den Jahren 2008 bis 2014 diesbezüglich tätig. Hannes, dir ein herzliches Dankeschön. Ich darf zu mir bitten, den Graser Manfred. Herr Graser hat sich in seinem
seinen 13 Jahren als Archivar-Stellvertreter im Jahr von 1995 bis 2008 und 6 Jahre als Archivar von 2008 bis 2014 durch besondere Umsicht und Verlässlichkeit ausgezeichnet. Seit 30 Jahren ist er aktiv beim Musikverein Sandl, erst 19 Jahre im Vereinsvorstand. Am 6. Mai dieses Jahres bekam Manfred Glaser seitens der Gemeinde das Ehrenzeichen in Silber überreicht und ich darf ihm heute eine Stufe noch darüber geben, und zwar die Ehrennadel in Gold. Manfred, herzliche Gratulation. Nächste, zu Ehren, darf ich zu mir bitten, die Erika Bieber. Sie war 11 Jahre Obmann-Stellvertreter von 2003 bis 2014 und sie ist seit 38 Jahren aktiv im Musikverein Sandl. Liebe Erika, ich darf dich für deine Leistungen mit dem Blasmusik-Ehrenzeichen in Silber auszeichnen. Darf ich zu mir bitten, und zwar ist dies die Frau Kapellmeister, die Michaela Hüppel. Michaela, ein bisschen näher zu mir. Die Michaela ist seit 15 Jahren Kapellmeisterin, seit Januar 1999. Sie war damals 21 Jahre jung. In diesem Zeitraum hat sie 12 Konzertwertungen absolviert. Die erste Konzertwertung im Jahr 2000 in der Leistungsstufe A, das war damals noch die Unterstufe, von 2002 bis 2010 in der Leistungsstufe B, also in der Mittelstufe, und seit 2011 spielt der Musikverein unter ihrer Leitung in der Leistungsstufe C in der Oberstufe. Sie war noch dazu 16 Jahre Jugendreferentin von 1995 bis 2011. 14 Jahre hat sie die Jugendkapelle geleitet von 1998 bis 2012 und seit 25 Jahren ist sie aktiv beim Musikverein Sandl. Michaela, ich darf dir für deine Leistungen das Blasmusik-Ehrenzeichen in Gold überreichen. Nächsten darf ich zu mir bitten, den Carlo Bieberhofer. Der Carlo war 18 Jahre Jugendreferent von 77 bis 1995, 19 Jahre Kassier-Stellvertreter von 1995 bis 2014. Es war insgesamt 37 Jahre im Vereinsvorstand und er hat sehr, sehr viele Ideen immer wieder eingebracht. Er ist 45 Jahre aktiv beim Musikverein Sandl, so nebenbei ist er auch noch Organist in der Pfarre und seit seiner Jugend ein richtig guter Tanzmusikant. Am 6. Mai dieses Jahres bekam Karl Bieberhofer für all sein Engagement von der Gemeinde das Ehrenzeichen in Gold überreicht. Lieber Karl, ich darf dir heute die höchste Auszeichnung, die der Blasmusikverband überreichen darf, geben, und zwar das Blasmusikverdienstkreuz in Gold. Dazu gratuliere ich Sie herzlich.
uns darf ich noch eine ganz besondere, ebenfalls ganz besondere Ehrung überreichen. Grundsätzlich wird diese Ehrung nur vom Landeshauptmann überreicht. Gerhard Köhler hat aber zu diesem Termin leider nicht Zeit gehabt, also darf ich das heute nachholen. Ich bitte die Raffaella Quass zu mir zu kommen. Und zwar, die Raffaella hat das Jungmusikerleistungszeichen in Gold mit sehr gutem Erfolg abgelegt. Raffaella ist 21 Jahre alt und spielt seit ihrem 9. Lebensjahr Klarinette. Sie maturierte 2011 am Borg Bad Leonfelden und studiert derzeit Musikwissenschaft in Wien. 2013 legte sie das Jungmusikerleistungsabzeichen Gold mit sehr gutem Erfolg ab. Seit 2 Jahren verstärkt sie auch beim Föstalpine Blasorchester in Linz das Holzregister. Liebe Raffaella, herzliche Gratulation zu der goldenen Übertrittsprüfung. Musikverein recht herzlich nochmals bedanken und zu den verdienten Auszeichnungen nochmals herzlich gratulieren. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche dem Musikverein Sandl weiterhin viele musikalische Erfolge und noch einen schönen Konzertabend. Dankeschön. Ja, lieber Bezirkshauptmann Gerhard Ortner, ich danke dir für deine erbauenden Worte und für die Vorstellung der Ehrungen. Allen Geehrten gratuliere ich nochmals sehr herzlich zu Ihren Auszeichnungen. Ich übergebe nun das Wort wieder an unseren Sprecher, Direktor Wilfried Büchler. Ja, das war jetzt einiges an Ehrungen, aber es war noch nicht alles. Der Herr Bezirkshauptmann hat angesprochen, die Jahreshauptversammlung im Februar dieses Jahres. Auch dort sind eine ganze Reihe von Ehrungen vorgenommen worden. Ich möchte das jetzt nur zur Kenntnis bringen und die Personen, die damals eine Ehrung bekommen haben, immer dann, wenn sie genannt werden, bitte ich, dass sie kurz aufstehen. Das war einmal, die Verdienstmedaille in Silber wurde verliehen für 25 Jahre aktive Musikerin an Erika Eisterlehner, Martina Lehner und Michaela Rippel. Ehrenzeichen in Silber für 32 Jahre als aktive Musikerin, für 13 Jahre Kapellmeister-Stellvertreterin, für 8 Jahre Schriftführerin und 19 Jahre Schriftführer-Stellvertreterin an Elisabeth Quass. Ebenfalls das Ehrenzeichen in Silber für 37 Jahre aktive Musikerin, 14 Jahre Schriftführer-Stellvertreterin Maria Gruber. Dann das Ehrenzeichen in Gold für 45 Jahre als aktiver Musiker haben wir erhalten Johann Bieberhofer, Emmerich Hissel und Johann Holzer. Verdienstkreuz in Silber für 45 Jahre als aktiver Musiker und 17 Jahre aktiver Stellvertreter. Die Ehrennadel in Gold erhielt Elisabeth Bieberhofer für 22 Jahre Mitgliedschaft als Marketenderin. Ja, und Robert Graser erhielt bei dieser Ehrung bei der Jahreshauptversammlung die Ehrennadel in Silber für seine langjährige erfolgreiche Arbeit als Obmann. Und wie der Herr Bezirksobmann schon gesagt hat, er wurde ihm am 6. Mai dieses Jahres von der Gemeinde das Ehrenzeichen in Gold überreicht. Er war immerhin 21 Jahre im Vorstand, 10 Jahre Obmann-Stellvertreter, 11 Jahre von 2003 bis 2014 Obmann, zusätzlich 5 Jahre Stabführer-Stellvertreter. Und in seine Obmannschaft fiel zum Beispiel der Neubau des Musikheims, die Ausarbeitung und die Umsetzung des Kaufes der neuen Musikuniform,
die Planung, Ausarbeitung, Umsetzung des Bezirksmusikfests 2012 für Marsch- und Konzertwertung. Und er ist ja nicht ganz weg vom Verein und er ist nicht nur als aktiver Musiker noch dabei, sondern mir wurde da aufgeschrieben, er ist jetzt Hauswart und kümmert sich umsichtig um das neue Musikheim. Ja, und Jürgen Winter, der leider heute nicht dabei sein kann, erhielt im Februar die Verdienstmedaille in Bronze für 15 Jahre als aktiver Musiker. So, das war jetzt insgesamt sehr viel geredet. Eigentlich ist es ein Konzert, eigentlich geht es um die Musik. Und ich darf jetzt noch einen Marsch ankündigen. Marsch von Manfred Sternberger, Aqua Thermarum, das Wasser der Heilbäder. Ein Musikstück, das 1998 anlässlich des Thermen-Kompositionswettbewerbs Geinberg den dritten Preis gewonnen hat. Bitte uns den Marsch Aqua Thermarum zu Gehör bringen.
begrüßen Sie mit mir sehr herzlich die Jugendkapelle Grünbach Sandl. Ich nehme an, dass Sie aufgestellt. Thank you.
eine Zugabe mit Freude. Es ist die bekannte Titelmelodie von Das Phantom der Oper. Jungen Musikerinnen und Musikern aus Grünbach und aus Sandl. Ich kann euch nur gratulieren. Ihr habt euch ein voll cooles Hobby ausgesucht. Da braucht man natürlich schon ziemlich viel Fleiß und muss sehr viel üben. Ich weiß, dass das auch manchmal ganz schön zart ist. Aber wenn es dann so eine Aufführung gibt und wenn man dann zeigen kann, was man schon kann und wie gut man etwas kann, das ist einfach toll. Also herzliche Gratulation, das war wunderbar. Ja, und damit geht es jetzt in die wohlverdiente Pause. Es gibt draußen in der Halle ein paar Snacks und Getränke. Und es ist nicht zu überhören, Sie sind bestimmt rechtzeitig zurück, Sie werden wieder hereingerufen. Thank you.
Die Musikkapelle jetzt den zweiten Teil des heutigen Abends eingeleitet. Es ist sicherlich einer der schönsten Märsche aus Portugal, ein Marschtypus, den man bislang in Mitteleuropa kaum oder eigentlich gar nicht gekannt hat, nicht zu hören bekommen hat. Und doch ein sehr angenehmes, sehr freundliches Musikstück voller beschwingter Melodien, soll irgendwo die beschwingte Heiterkeit Portugals zum Ausdruck bringen. Wir haben vor der Pause die Jugendkapelle gehört. Und wenn Sie so durch die Reihen der Musikerinnen und Musiker schauen, dann sehen Sie da auch sehr viele junge Gesichter. Junge Musikerinnen und Musiker, die vielfach noch immer in der Ausbildung stehen und immer noch versuchen, ihr Können zu verbessern, zu verfeinern. Ohne diese guten Ausbildung und ohne ständigem Weiterlernen wäre es nicht möglich, solche Leistungen überhaupt erbringen zu können. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt einige der jungen Musikerinnen und Musiker da auf der Bühne Ihnen vorstellen, die besondere Leistungen erbracht haben und die Leistungsabzeichen in den letzten Wochen und Monaten abgelegt haben. Da wäre zunächst einmal die Daniela Hildner. Sie hat das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze auf der Querflöte mit sehr gutem Erfolg abgelegt. Daniela ist 16 Jahre alt und besucht derzeit die 2. Klasse der Kindergartenschule in Linz und ist eine ganz, ganz eifrige und engagierte Musikerin. Also das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. In Silber hat dieses Jungmusikerleistungsabzeichen auf der Trompete Dominik Hildner mit sehr gutem Erfolg erwerben können. Dominik ist 21 Jahre alt, hat vor 2 Jahren an der HLK in Freistadt maturiert und studiert derzeit Multimedia Art an der Fachhochschule in Salzburg. Die beiden haben ihre Leistung schon im vorigen Jahr erbracht. Die Jungmusikerleistungsabzeichen werden erst nächste Woche, und zwar am 14. Juni, bei einer erstmals stattfindenden Zentralverleihung übergeben. Das hat es im Bezirk Freistadt bis jetzt nicht gegeben. Kommende Woche, am 14. Juni, findet diese Verleihung statt. Ja, und dann gibt es, Gott sei Dank muss man sagen, Musikerinnen und Musiker, die dann noch immer weiter streben und immer noch versuchen, sich zu verbessern. Und das wird dann honoriert mit dem Leistungsabzeichen in Gold. Solche Musiker, die das goldene Leistungsabzeichen, also praktisch die Abschlussprüfung der Musikschule ablegen, die sind klarerweise exzellente Musiker, sind aber natürlich für einen Musikverein, für das ganze Ensemble eine extrem wertvolle Stütze. Da steckt unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Übung und natürlich sehr, sehr viel Freude und Begeisterung für die Musik dahinter. Und ich darf Ihnen jetzt gleich 3 junge Musiker vorstellen, die diesen großartigen Erfolg erreicht haben und denen können wir jetzt gratulieren. Das sind zunächst einmal Martin Bauer, der mit sehr gutem Erfolg am Horn heuer im Februar das goldene Jungmusikerleistungsabzeichen abgelegt hat. Martin.
25 Jahre alt. Er hat bereits mit 10 Jahren die Ausbildung am Waldhorn begonnen. Und wie gesagt, heuer im Februar das goldene Leistungsabzeichen erwerben können. Er hat 2008/09 bei der Militärmusik Oberösterreich mitgespielt. Er arbeitet im Vorstand des Vereines mit. Beruflich ist er in der Voestalpine tätig und ist auch dort beim Blasorchester der Voestalpine Linz mit dabei. Ebenfalls das goldene Jungmusikerleistungsabzeichen, aber mit der Querflöte, mit ausgezeichnetem Erfolg, konnte Monika Stöcklecker ablegen. Monika ist 19 Jahre alt, sie hat im Jahr 2008 das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, 2011 dann in Silber und eben heuer im Februar das Leistungsabzeichen in Gold auf der Querflöte abgelegt und hat heuer im Februar alle drei Teilprüfungen, die notwendig waren, mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert. Sie hat 2013 in Freistadt am Gymnasium maturiert und studiert derzeit in Graz Englisch und wie könnte es anders sein, natürlich Musikerziehung. Die beiden erhalten diese große Auszeichnung bei einer landesweiten Zentralverleihung. Auf Landesebene werden die Leistungsabzeichen schon nicht erst seit heuer zentral verliehen. Eine Musikerin hätte dieses goldene Leistungsabzeichen bei der letzten Zentralverleihung erhalten sollen. Sie war aber bei dem Termin damals verhindert. So hat sie es gestern vom Bezirkshauptmann Gerald Orten überreicht bekommen. Quas Raffaella mit der Klarinette hat das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold 2013 mit sehr gutem Erfolg abgelegt. Ja, Raffaella mit ihren 21 Jahren, sie spielt schon sehr lange, nämlich seit ihrem 9. Lebensjahr Klarinette, hat 2011 in Bad Leonfelden am Borgen maturiert, studiert Musikwissenschaft in Wien und hat eben 2013 das Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold erreichen können. Und sie ist auch noch musikalisch tätig beim Voestalpine Blasorchester und verstärkt dort das Holzregister. Also ganz, ganz großartige Musikerinnen und Musiker sitzen da in den Reihen des Musikvereins Sandl. Da braucht einem wahrhaft und in Zukunft nicht bange sein. So, jetzt aber wieder weiter im Programm. La Principessa, die Prinzessin, ist das nächste Stück, das wir zu Gehör bekommen. Da geht es um eine musikalische Schilderung einer jungen Prinzessin, die im Zwiespalt zwischen der kindlichen Lebensfreude und dem starren Zeremoniell des höfischen Lebens steht. Günter Di Biase ist mit diesem Werk La Principessa ein wahres Meisterstück gelungen. Es ist sicher nicht einfach für so junge Menschen, einerseits zu wissen, da wartet auf mich ein Herrscheramt, da kommt etwas auf mich zu, das mit sehr viel Würde und wahrscheinlich doch mit viel mehr Bürde verbunden ist. Und auf der anderen Seite geht es doch um die Verwirklichung der eigenen Persönlichkeit, eigene Lebensziele. Ein Thema, das in der Musik und in der Kunst immer wieder und immer wieder zum Thema gemacht wird. In sehr vielen Operetten, in Musicals, zum Beispiel in Musical Elizabeth, taucht das Thema natürlich auch auf. Und sehr oft scheitert dann die Hauptakteurin, der Hauptakteur an diesem Zwiespalt. Der Prinzessin bei Günter Di Biase passiert dieses Schicksal nicht. Sie zerbricht nicht an diesem Zwiespalt. Sie bewegt sich als Kind schon im höfischen oder in der höfischen Welt, lernt das kennen, hat auf der anderen Seite aber diese Leichtigkeit im Leben, diesen Frohsinn, lebt als sorgenloses Kind und in der Musik bekommen wir das immer wieder vorgestellt, diesen Zwiespalt. Da geht es sehr locker, sehr fröhlich, sehr beschwingt zu. Auf der anderen Seite wieder das doch sehr exakte, strenge, höfische Zeremoniell. Sie bewahrt sich das Kindsein und sie schafft es,
als natürlicher Mensch sozusagen im höfischen Leben zurechtzukommen. Dieses Stück war bei der Konzertwertung im November 2013 ein Pflichtstück und der Musikverein Sandl hat bei dieser Konzertwertung in der Oberstufe mit 91,75 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg erzielen können. Übrigens genauso einen ausgezeichneten Erfolg wie vorige Woche bei der Konzertwertung in Schönau. Sie sind ganz großartig unterwegs. Und jetzt hören wir also dieses Pflichtstück von der Konzertwertung La Principessa. Bitte schön. Thank you.
von bekannten Künstlern, von Komponisten, kennt man üblicherweise ihre Hauptwerke, also die Stücke, für die sie sich wirklich einen Namen gemacht haben. Und daneben kennt man meistens auch irgendwelche Geschichten und Anekdoten. Ich habe da heute so eine kleine Anekdote mit von Johann Strauss. Der Wahrheitsgehalt ist nicht wirklich belegt, aber es ist immerhin, ich denke mal, vielleicht ganz witzig. Saugrandi, sagt der Johann Strauss, da flicks, mein Frack schaut wieder aus, die linke Schulter ganz verschmiert und angewetzt, wie denn das passiert? Der Zimmermann steht daneben und sagt, mir brauchen es die Schuld nicht geben, warum es den einen Grund verschweigen? Drucken sie mich, Tobi, oder die Geigen? Na, er tragt den Frack in die Putzerei und sagt seinen ersten Lehrbuben gleich. Ich hab den Frack zum Putzen gebracht und brauch ihn wieder bis auf die Nacht. Der schaut den Strauß langmächtig an und hat, wie ein Professor dann, den feschen Herrn verwundert gefragt, warum er alle links nur tragt. Und Johann Strauß geht das nicht ein. Er brummt, ja, Bub muss besoffen sein. Was heute den jungen Leuten einfällt, ob der mich für einen Dienst mal hält. Der Lehrbuch hat gleich weitergeredet. Dass das nicht geht, ach, das glaube ich nicht. Ich meine, das war doch nicht so arg. Gehen Sie einmal links, tragen Sie rechts in Sorg. Er gibt den Walzerkönig die Hand, sagt, schauen Sie, das ist ja doch kein Schand. Ich weiß, und wenn Sie mir es auch nicht sagen, den Frack haben Sie sonst einen Leicher getragen. So, und jetzt geht's weiter mit Filmmusik. Flucht der Karibik. Das Stück, das wir jetzt zu Gehör bekommen, besteht aus den vier Teilen. In der Medallion Calls, The Black Pearl, To the Pirate's Cave und One Last Shot and He's a Pirate. Da geht es um den Piraten Captain Jack Sparrow. Er will das Piratenschiff Black Pearl wieder in seinen Besitz bringen. Und der Film erzählt diese Geschichte von den Widersachern, auf die er trifft, von den Entführten, die gerettet werden sollen und so weiter. Captain Jack Sparrow, Captain Michaela Rippel. Auf dem Piratenschiff, die ganze Besatzung ist schon bereit. Die warten und schauen uns an, wie das Kommando funktioniert.
Bevor wir zum letzten Stück des Programmes kommen, ist es mir eine Ehre, mich bei Ihnen für Ihren Besuch und vor allem für Ihren Applaus zu bedanken. Damit so ein Konzert gelingen kann, sind viele Menschen nötig. Mein besonderer Dank gilt den Musikerinnen und Musikern für ihre Ausdauer bei den Proben und für die Mithilfe bei den Auf- und Abbauarbeiten. Herzlich bedanke ich mich auch bei den Marketenderinnen, an der Spitze unserer Vereinskassierin Christine Hiesel für die gesamte Organisation der Bewirtung. Bei Direktor Wilfried Pichler bedanke ich mich sehr herzlich für seine ausgezeichnete Arbeit als Saalsprecher. So viel Zeit muss sein. Ja. Mein herzlicher Dank gilt der Gemeinde Sandl für die Nutzung des Schulgebäudes sowie dem Schulrat Hermann Lasselberger für die großartige Unterstützung. Zuletzt aber nicht minder danke ich der wichtigsten Person dieses Abends, nämlich unserer Kapellmeisterin Michaela Rippel. Michaela, danke für deine Arbeit mit uns, danke für die Stückauswahl und dafür, dass du uns wieder so weit gebracht hast, dass wir wieder ein kleines Stück über uns hinaus wachsen konnten. Danke. Abschließend bedanke ich mich noch einmal für Ihren Besuch, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Wenn Sie den Konzertsaal verlassen, werden Sie unsere Marketenderinnen mit Ihren Hüten um eine Spende bitten. Ich sage bereits jetzt herzlichen Dank für Ihre freiwillige Spende. Bei diesem Thema halte ich es mit unserem ehemaligen Kassier Lukavet Franz, der zu sagen pflegte: Wir haben die Noten zum Musizieren, Sie haben die Noten zum Finanzieren. Danke. Ja, und an dieser Stelle möchte auch ich mich bei Ihnen verabschieden, aber nicht ohne vorher noch das letzte Stück anzusagen. Wir hören es nächstes als letztes Stück. African Symphony. Es stammt vom amerikanischen Musikproduzenten, Songschreiber und Musiker Van McCoy. Er hat das in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschrieben. Und von Naohiro Iwai wurde es für Brassband und Blasorchester arrangiert. Und diese hervorragende Bearbeitung hat einerseits wesentlich dazu beigetragen, dass das Stück so weit verbreitet und so bekannt geworden ist, und andererseits hat diese Arrangementarbeit auch den ausgezeichneten Ruf begründet,
den Naohiro Iwai als Arrangeur heute weltweit genießt. Wir hören also African Symphony. Bitte schön. Thank you.
Ja, keine Angst, es gibt noch eine Zugabe. Zum Abschluss gibt es für alle Freunde der böhmischen Blasmusik noch etwas Besonderes. Eine Polka, die auch immer wieder gern beim Bezirksmusikfest gesungen wird. Trara, es brennt. Stichwort Bezirksmusikfest. Letzte Woche waren wir ja in Schönau beim Bezirksmusikfest und konnten wieder einen ausgezeichneten Erfolg mit nach Hause nehmen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei meinen Musikerinnen und Musikern bedanken. Die letzten zwei Wochen waren doch sehr probenintensiv. Vorige Woche die Marschwertung und dieses Wochenende unser Pfingstkonzert, das uns jedes Jahr sehr viel Freude bereitet. Ja, und nebenbei gibt es noch einige Ausrückungen im Ort. Liebe Musikanten, ich habe es gestern auch schon gesagt, aber danke für euren verlässlichen und unermüdlichen Einsatz. Danke nochmal für das super Zuhören. Abschließend wünsche ich Ihnen, liebes Publikum, mit der wunderschönen, vielleicht auch etwas lustigen Polka Trara, es brennt, einen angenehmen Abend. Danke fürs Kommen.